Aber sag mal, ich meine, die Gitarre, die steht ja da. Und wir hören ja auch gleich euren super Song You. Aber kannst du vielleicht die jetzt schon mal nehmen und mir einmal ganz kurz Elvis anspielen? Du, welchen hättest du denn gerne? Ach, guck mal, wir können uns das jetzt so... Kann man sich aussuchen. Gibt es da so einen Lieblingssong von dir? Nein, also die sind alle gut. Das Love me tender, love me sweet, never let me go. Ich freue mich total, dass Sie da sind. Sie haben nämlich 20-jähriges Bandjubiläum und haben Ihr 10. Album jetzt rausgebracht. Voll krass. Und Sie werden hier live bei uns in dieser Runde singen. Oh. The Boss Hoss! Hey. Danke. So sieht das aus. Ja, ich wollte keine Werbung machen, nur mal zeigen, wie es aussieht. Ja, du hast ganz lange. Wir haben ja hier auch sogar LP. Das gibt's ja nicht. Sogar ein Ja. Haben wir in Leipzig am Bahnhof gerade gekauft, im Kiosk. Das kann ja gar nicht sein. Ich dachte, ihr seid so ganz knapp hier angekommen. Ja, sind wir ja. Aber wir mussten auch das Heft kaufen. Sascha, Waldorfschule, Alec POS. Ne? Ganz klar, auch schon mal ein Riesenunterschied. Du Geige, du warst Punk. Du warst Schwabe, du Berliner. Hier West, da Ost. Wie konnte aus euch das bezauberndste Country-Paar des Jahrtausends werden? Wir sind quasi das beste Beispiel für Ost und West. Und ne, was zusammengehört, wächst zusammen und so. Das ist also, was ist das? Freundschaft, würde ich sagen. Freundschaft und vor allem, dass... das überhaupt nie ein Thema war, wo kommst du her, wo kommst du her, sondern machst du Musik, ich mache auch Musik, ja, wie cool ist das denn, lass mal Bier trinken, zack, war das Ding geritzt, ne, so. Genau, keine Vorurteile, ne, wir unsere Persönlichkeiten hatten uns gegenseitig überzeugt, wir fanden uns total nett, sympathisch, wir haben ja überhaupt nicht am Anfang drüber geredet, sag mal, auf was für einer Schule warst du, wo kommst du jetzt nochmal her und so, das war völlig egal. Ja, das waren nicht unsere Themen. Und aber haben uns angefreundet. Ja, aber da haben wir uns auch privat schon oft drüber unterhalten, ja. Dass wir das tatsächlich auch nie fragen, wo kommt eigentlich wer her. Ne? Dass wir ich habe da überhaupt sowieso gar nicht mit dem Thema Ost-West und so. Ich bin immer so Mensch ist Mensch. Also mir ist das vollkommen wurscht. Absolut. Ja. Aber trotzdem gibt es ja auch sehr schöne Unterschiede. Die einen ja auch irgendwie, also ich finde das sehr schöne Waldorf. Ich kenne überhaupt keinen Waldorfschüler. Und diese Namentanzreitnummer brauchen wir jetzt nicht bringen. Aber du bist jemand, der Geige gespielt hat. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht gerade ein Instrument, was als erstes dir in den Sinn gekommen ist. Ich hab überhaupt nicht, ich bewundere ja immer seine musikalische Früherziehung. Also mit Klavier, Geige und Gitarre auch grandios und so. Und ich habe ja auch, bin ja da eher so von allem so ein bisschen, aber nicht so wirklich alles. Ne? Und das aber... Auch das alles gar kein Thema. Also musikalisch haben wir eine große, große Schnittmenge von Anfang an gehabt, weil wir beide auf den, ne, den Ursprung, den, das Rock'n'Roll stehen. Und bei mir war es dann halt ein bisschen Metal, ein bisschen punkig. Bei Sascha war es eher ein bisschen Rockabilly. Und Elvis. Und Elvis. Und das ist ja trotzdem alles toll, ne? eine Herkunft. Aber sag mal, ich meine, die Gitarre, die steht ja da. Und wir hören ja auch gleich euren super Song You. Aber kannst du vielleicht die jetzt schon mal nehmen und mir einmal ganz kurz Elvis anspielen? Du, welchen hättest du denn gerne? Ach, guck mal, wir können uns das jetzt so... Kann man sich aussuchen. Gibt es da so einen Lieblingssong von dir? Nein, also die sind alle gut. Ja, das stimmt. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Thank you! Wow. Hab ich noch nie so gespielt. Vor allem nicht ja, aber ich meine, wenn die Gitarre, wenn ein Instrument in der Runde ist, Jutta, dann muss man das auch hören. Ich bin ja auch ein absoluter Elvis-Fan. Und wie fandest du den Elvis-Film? Oh. Ey, das werde ich jetzt so oft gefragt, weil ich bin bekannt, also zumindest auch bei unseren Fans, dass ich auf Elvis stehe, das ist kein Geheimnis. Und ich habe den Film noch nicht gesehen. Nein. Ah. Er traut sich nicht. Ich hatte echt Berührungsängste, weil ich habe natürlich Elvis mit 6 Jahren entdeckt, da war ich 6. Ich bin seitdem Fan und habe mir meine Bücher und meine Welt um Elvis und mein Spirit so auch ein bisschen
vielleicht selbst auch zusammengebaut. Das ist nicht entmystifizieren, und ich wollte das nicht entmystifizieren und irgendwie durch ein Hollywood-Ding. Also ich hatte Berührungsängste, dass es irgendwie falsch auf mich wirkt und da eine riesen Welt zerstört, die ich so lange. Da war er gerade zu sehen. Total sympathisch. Wollen wir noch mal kurz? Ja, bitte noch mal kurz. Das Kinderbild Sascha als Kind. Guck mal. Und wie romantisch mit einem Blümchen in der Hand. Ja. Die wahrscheinlich. Ne? Super. Aber ähnliche Frisur wie du. Ja. Und da. Oh. Herrlich. Du hättest auch das Kind der einer Schokoriegelspackung werden können. Ja. Oder? Ja. So, und jetzt zeigen wir. Jetzt haben wir von Alec, glaube ich, auch noch Bilder, oder? Habt ihr? Ja, auf jeden Fall. Da bricht dir auch das Herz zusammen vor Freude. Oh. Hey. Ja, du warst. Das gefällt mir echt. Geil, ich kann mich auch noch daran erinnern, der grüne Kachelofen bei meinen Eltern. Ja, der war hellgrün. Das war zu Hause. Ja, das war zu Hause und ich habe, wie man sieht, das, oh Gott. Oh. Aber die Frisur finde ich spitze. Was war das für eine Zeit? Ja, ich fühle mich heute wohler, sagen wir so. Was war das für eine Zeit? Wie hast du dich damals gefühlt? Bay City Rollers. Ich fand mich unfassbar cool natürlich, das ist doch klar. Das ist doch der Antrieb. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie, war wild. Ich wollte hoch hinaus. So. Meine Eltern haben viel ausgehalten, also musikalisch zu Hause auf jeden Fall. Es war immer laut, aus meinem Zimmer kam immer irgendwie laute Mucke raus. Die heute gucken, hast du gesagt, ne? Na klar, gucken. Ja, hallo, liebe Eltern. Ja, meine auch. Ist deine Eltern auch. Und seid ehrlich, eure mein Eltern... Mein Papa ist auch ein alter, weiser Mann übrigens. Ja, sehr weiß. Meine Mutter guckt auch. Ja. Der war nicht schlecht. Was gucke ich? Bernhard bereitet seine Jokes immer so ganz ruhig vor. Ja, vor allem, ich habe tatsächlich einen Bruch in einer Sekunde gebraucht. Das ist Tolle ist auch, dass eure Eltern, glaube ich, immer noch nicht richtig fassen können, dass das wirklich funktioniert hat, dass ihre Söhne ernsthaft so erfolgreich sind, davon sehr gut leben können. Das ist ja wirklich eine Geschichte, diese Bilderbuchgeschichte. Zwei Jungs arbeiten zusammen in einer Werbeagentur oder Grafikagentur, finden sich super, haben ein paar Schnittstellen und Mengen und werden Freunde. Und gegenüber schauen sie jedes Mal aus dem Fenster und gegenüber ist Universal, das so eine Riesenplattenfirma, so eine Major Company. Ja. Und das war euer Antrieb, auch da wollen wir hin. Ich weiß gar nicht, ob das der Antrieb war, auf jeden Fall stimmt die Geschichte. Wir standen immer auf dem Hof der Agentur und gegenüber war Universal, die haben da gerade, glaube ich, ein Jahr vorher oder so wurde es gerade gebaut. Wir standen immer, während unsere Agenturchefs immer Golfbälle dekadent in die Spree gehauen haben. Mhm. Na, so ihre Autos poliert. Also ganz, ganz klassisches Agenturleben, weißt du? Und wir standen da immer und sagen so, ey, guck mal da drüben, Universal, ne? wenn wir einen Plattenvertrag hätten bei so einer Company, das wär's doch. Ne? Aber es war nicht eigentlich so unser Antrieb da, wir wollen darüber, sondern wir fanden nur, wir müssten wir da schon stattfinden. Wir hatten eigentlich schon damit abgefunden, also klar war, unsere Leidenschaft ist da, wir werden immer Musik machen, egal ob erfolgreich oder nicht, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und wir waren Anfang 30 und da war der Drops gelutscht, ne? Da denkt man, ja klar, da ist man zu alt, um eine Karriere zu starten. Ne? Auch ein Vorurteil, man ist nie zu alt. Korrekt. Selbst als weiser alter Mann ist man nicht so alt. Aber das war gar nicht unsere Ambition. Wir haben auch keine Demos verschickt oder so. Das ihr habt es einfach gemacht. Wir haben es einfach gemacht, weil wir Spaß dran hatten. Genau. Ihr habt, glaube ich, am Anfang mit so Covergeschichten habt ihr gut schon mal Eindruck geschaffen. Wir haben immer mal wieder was zusammen gemacht und saßen irgendwann am Tresen und haben gedacht, doch komm, lass mal Country probieren. Ist doch vielleicht ganz witzig, irgendwie noch nie gemacht, finden wir aber auch eigentlich ganz cool. Aber lass mal Songs covern, weil es einfacher ist, ja eh nur für uns. Und lass uns Sachen nehmen, die ganz weit weg sind von dem, was wir daraus bauen wollen. Also haben wir gesagt, so Hip-Hop, Eminem, Beastie Boys, Britney Spears, also einfach alles, was schräg ist, und daraus machen wir Country-Songs und die sollten dann so klingen, als wären das eigentlich mal die Originale gewesen für die ganzen Pop- und Hip-Hop-Songs. Und das haben wir gemacht und das haben wir so abgefeiert beide. Und gesagt haben, so komm, dann machen wir mehr von, machen wir weiter. Und wir waren on fire und irgendwie haben wir ganz viel Feedback bekommen von unserem Umfeld, von unseren Freunden und dass wir gedacht haben, irgendwas ist da in der Luft. Was passiert, was? Like Ice in the Sunshine war dann so ein Riesenfilm. Das kam dann auch, ja. Also erstmal haben wir in Berlin, immer die Clubs wurden immer größer, wo wir gespielt haben. War so ein subkultureller Geheimtipp dann. Und dann kam irgendwann Universal und hat gefragt, ob wir für Heike Makatsch die Backingband machen wollen. Sie geht auf Promotour für ihren neuen Film. Stand by Your Man, ob wir uns vorstellen können. Sie haben von uns gehört, dass wir so Country machen. Und der Film handelt von Country Girl. Ob wir da ihr helfen, die Promotour zu fanden wir erstmal cool und fanden uns gebauchpinselt. Oh, Major fragt an, Universal, Heike Makatsch.
Und dann beim zweiten Nachdenken kam uns, eigentlich doof, was machen wir denn dann beide? Wir singen ja eigentlich, jetzt soll die singen und dann stehen wir im Hintergrund als Heike Mackers Backing Band. Und drittens kann sie ja eh nicht singen. Das schönes Zitat jetzt für Tag 24. Habe ich jetzt nicht gesagt. Heute kann sie wohl singen. Heute kann sie das. Ja, ist ja technisch auch viel möglich heutzutage. Und dann haben wir das eben nicht gemacht, weil wir dachten, nee, da, die Idee ist, wie Alex sagt, da ist irgendwas am Köcheln, das wollen wir dann doch irgendwie selbst ausarbeiten. Und dann kam Langnese. Genau, und ich habe mir vorgenommen, wenn die Gitarre schon mal hier ist und wir ja, wie gesagt, You nachher hören werden. Oh, ihr wollt aber auch richtig hart ran. Komm jetzt hier, Like Ice in the Sunshine, das habt ihr doch bestimmt zweistimmig gesungen. Also. Da kommt gleich das Mikrofon. Alles vorbereitet. Wie war das? Also ich habe auf jeden Fall neulich gesehen, also wir haben, das war ja die Geschichte, war ja damals noch ganz schnell Werbeagentur, irgendeine Party, die hatten so ein Motto, Wild West, huhu, haben sich gedacht, holen wir mal eine Cowboy-Band, voll cool. Und dann haben wir da gespielt, dann war der Regisseur, dann war gerade der Tsunami und in Thailand haben die gerade die Aufnahmen gemacht und ne, wir kennen ja alle so hübsche Mädchen, Eiscreme und Strand und Happy Beach Life und die sagt, ist jetzt blöd, Tsunami, ne, kommt jetzt nicht so gut. Also machen wir das alles urban und die Cowboys, das wäre doch witzig, so eine Cowboy-Version. Und so kam das. Das war fast schon eine Anmoderation gewesen. Ja. Ey, aber ich habe den Song seit 2000, wann war das? 4 nicht mehr gespielt. Ja, nicht. Ich muss dazu sagen, dass es wirklich schön ist, mit den Bosshorsten zu arbeiten, weil die sind wirklich ganz besonders tolle Kollegen, die einfach kommen und mitmachen. Ich finde das so großartig, dass ihr nicht so übercool seid, sondern einfach Spaß mitbringt und uns gut unterhalten. Los jetzt. Like Ice in the Sunshine. Oh, weia. Ich spiele doch mal den Song, ist ein Trauma immer, ja, ne? Der so lange her ist, ja klar. Ja, ja, genau. Habt ihr super gemacht. Ja, komm mal. Ja, jetzt hör auf. Besser geht's gar nicht. Aber so fing das an. Ja, so fing das an. Und jetzt habt ihr euch aber einzig genau überlegt, ich meine, Cowboys stehen ja für harte Kerle. Wissen wir alle. Aber dass Cowboys auch Weicheier sein können. Sascha. Ja, wieso ich? Ja, pass auf, folgendes, weil Alec keine Pferdehaarallergie hat. Ach so. Ja. Das stimmt, der Einzige. Das ist eigentlich der hat andere Probleme. Welche hat denn Alec? Ach, sag ich doch nicht. Er ist fehlerfrei. Nein. Ich kann ja nichts dafür. Ne? Aber dafür bin ich beinharter Motorradfahrer. Aber jetzt noch mal ganz, ich meine, so ein Cowboy wird ja auch öfter mal mit Pferd in Verbindung gebracht. Habt ihr nicht auch Shootings oder sowas mit Pferden gehabt? Das ist ja das, was den Redaktionen als erstes einfällt. Die Bosshaus kommen, wir machen mal was mit Cowboy-Sachen. Ne? Pferd, Strohballen, so. Reitet ihr eigentlich Englisch oder Western? Ja, wenn eher Country und Western. Ja? Die reiten Western. Siehste? Und dann bist du schon tot. Weil dir alles dann... Nö, das geht schon. Ich sitze auch mal rauf, ja, dann jucken halt die Augen ein bisschen und ich kriege kaum mehr Luft, aber nach einer Stunde ist auch schon wieder besser. Das ist halt doch cool. Aber in Texas, wo ich ja meinen Hauptkontakt zu Pferden hatte, da sind die rasiert, deswegen geht's da. Sie hat's gecheckt, ich finde das auch lustig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hab ich auch noch nicht gehört. Das war ein bisschen frivol. Geschoren heißt das, geschoren. Ja, ja. Guck mal, hier haben wir eine. Die sind geschoren. Ja. So ein bisschen kommt der Cowboy vom Schiller Pony. Ja. So richtig romantisch halt. Ja, was fürs Herz. Was ihr ja auch seid, romantisch. Weich. Ja. Zweite Hochzeit, zweimal, also ich meine, ja, du hast... Zweite Hochzeit? Hast ich habe Johanna zweimal geheiratet? Ja, das ja, aber einmal standesamtlich, einmal so fette Party noch gemacht, ne? So eine freie Hochzeit noch hinten drauf gehangen. Und du, Sascha, ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Tage zusammen. Ja, wir hatten gerade Hochzeitstag. Aber nicht den Sohn zu vielten, sondern den Einjährigen. Ja. Wie kam's? Wer hat wem den Antrag gemacht? Nach all den Jahren, wie lange seid ihr zusammen? Über 23 Jahre. Unsere Tochter ist 21 und unser Sohn 13 und wir sind seitdem zusammen. Und jetzt haben wir halt mal geheiratet noch. Dann muss man noch heiraten. Warum nicht? Wir wollten warten, bis die Kinder alt genug sind. Bis sie das verkraften. Aus dem Haus sagt, geht der Witz. Bis ihr es euch traut zu sagen. Ja. Wir haben uns lieb. Das ist toll. Hat sich was verändert seitdem? Nee, genau. Ne? Ach,
Also eigentlich so im Alltag nicht, aber irgendwie hat es unsere Familie noch mal ein bisschen mehr zusammengebracht, würde ich mal sagen, weil sie heißen jetzt alle, wir heißen jetzt alle gleich mit Nachnamen und ja, die Kinder feiern es total ab, Tränen in den Augen, als sie es erfahren haben. Fand's toll. Also es hat noch mal so ein bisschen so ein Siegel noch mal drauf. Finde ich super. Welcher von den Ringen ist denn der Ehering? Mhm. Ja. Den habe ich gerade nicht an, oh. Weil ich eben hier mein Bühne. Neulich hatte ich den hinter dem S und dann haben sich die Ringe verhakt und ich habe es kaum mehr abgekriegt. Das heißt, wenn ich sag dir klassisch Ringe anhabe, jemandem auch so, das muss doch furchtbar schmerzhaft sein, oder? Sag mal, guten wenn er sagt Hallo, und? Merkst du gar nicht. Ah, geht nicht. Aber du hast, ihr habt das Bühnenoutfit sozusagen an und das ist jetzt das Stichwort für you. Ah, okay. Guck. Jetzt haben wir noch mal nehmen Sie doch mal die Gitarre noch mal und sehr gerne. Ich hab da Sie haben doch mal was vorbereitet. Unser Publikum ist auch schon gleich gut angewärmt gewesen. Wir haben jetzt den Soundcheck alle schon zusammen gehört und ich verspreche Ihnen Schönes. Sie werden Spaß haben. Und wenn Sie das ausführlich hören wollen, wir sind im Herbst auf Tour. Ja, sag das richtig. Auch in Leipzig. Ja, mit der neuen? Mit der neuen. Mit welcher? Mit der? Sieht das auf dem Album auch? Nein. Ja. Nein, aber wir lassen es gerade unten durchlaufen. Das finde ich so. Ah, cool. Lucky Luke. I'm singing songs, songs about love, 'cause love was sent right from above. Just say a word, I swear I'll do it all for you. Let's take the chance, don't waste no time, 'cause I'll be yours and you'll be mine. My peace of mind I won't find it without you. Cause I know heaven's not enough without you. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh. The sun redeemed the night. You turned my dark side into light. Devil may care, I'm gonna share my world with you. Cause I know hell's not enough without you. Yeah, oh, oh, yeah. Devil's taking my soul, I'm gonna pay. I'll show you heaven on earth if you just stay. 'Cause I don't wanna lose you. Come with me, 'cause I know heaven's not enough. Yes, I know. Heaven's not enough. Danke, toll ist, dass wir ausspielen. Ja. Nein, nein. Ich habe mir da verstimmt getan, ich habe Love Me Tender gespielt vorher. Nee, aber, like also aber toll, dass ihr es macht. Ja, klar. Toll, dass ihr hier so in der Runde sitzt, dass ihr das alles mit. Ich wünsche euch so viel, wahnsinnig viel Erfolg für Achtung, dieses Album, meine Damen und Herren. Ja, kaufen Sie. Dankeschön. Danke.